schnell weg hier. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Outlast 2. So, ist schon eine Weile her, dass ich Outlast 2 aufgenommen habe, aber jetzt mache ich es mal wieder. Ja, ich habe jetzt ein bisschen viel Racing in letzter Zeit gespielt, ja. Aber alles gut, wie gesagt, die Let's Plays gehen alle weiter, ja. So, wir sind stehen geblieben in der letzten Folge. Hier, dieser Fahrstuhl, ich glaube, es soll ein Fahrstuhl sein, hat kein Benzin. Wenn man hier zieht dran, dann passiert nichts. Ich muss den Generator starten. Ein Benzinkanister haben wir ja hier, aber wir können damit nicht interagieren oder so. Hier ist eine Lampe. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir von da kamen in der letzten Folge. Ich weiß es aber nicht mehr so ganz genau. Ich denke mal, der Generator wird irgendwo vielleicht da oben sein. Ja. Oder dahinter. Ich weiß es nicht. Hier sehe ich ja nichts. Hier ist ja kein Generator, ne? Ist ja nichts. Nee. Wir gehen einfach mal hier weiter. Ja. Gut. Oh, meine Batterie ist fast leer. So, wir werden hier weitergehen. Wir schauen mal, was hier kommt. Ich höre da jemanden schreien. Auf jeden Fall. Hier ist jemand ans Kreuz genagelt. Oder gehängt, was auch immer. Ja, wir brauchen eine neue Batterie. Oh. Er legt einen Kopf. Oh. Wir werden mal ein Stückchen zurückgehen, ne? Kannst du dich mal ein bisschen verpissen, bitte? Ich möchte gerne da vorbei. Na komm, verschwinde. Ob ich da irgendwie vorbeikomme? Gucken wir mal, was hier ist. Können wir hier weiter? Nee, leider nicht. Na doch, wir können hier rüber gehen. Alles klar. Cool. Hier sind ganz schön viele Leichen, ne? Wir gehen mal kurz hier rein. Ich will gucken, dass ich auch mal Batterien finde. Deswegen. Wow! Alter! Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, also nicht mehr so einfach Türen aufmachen. Das kann tödlich enden. Ja. Das ist keine gute Idee. Na, wir gehen jetzt nochmal, laufen mal ein bisschen schneller. Wir wissen ja, wo es hingeht. Erstmal hier durch. Habe ich die Batterie jetzt noch oder habe ich sie nicht? Na doch, ne, habe ich nicht. Da ist die Batterie. Okay, aber wir gehen die rechte Tür, die werden wir nicht mehr aufmachen. Das lassen wir lieber sein. Wir gehen einfach wieder hier raus. Da ist jemand.
Gucken wir mal, was wir hier so finden. Scheint jetzt nichts Besonderes da zu sein. Gehen wir hier weiter. Ist hier noch irgendwas? Ist nur ein Haus? Nö. Wir gehen mal hier rein. Wow. Oh nein, das ist keine gute Idee, da gehe ich nicht rein. Wir gehen mal hier die Treppen hoch. Power Generator Room. Ich glaube, hier sind wir richtig. Wir haben was zu lesen. Ja, wunderbar. So, was steht denn da? Simon, ich muss mit dir über ein Geheimnis sprechen, weil ich weiß, dass du dich mit Heilmitteln und Medizin und so auskennst. Ich hoffe, du weißt, dass ich so wenig wie möglich mit den Leuten der verdammten Welt spreche. Wenn wir uns dort Benzin und andere Notwendigkeiten kaufen, die wir nicht selbst machen können. Ich habe etwas mit einem Zöllnerjungen unterhalten, der die Pillen verkauft, die Papa braucht. Als ich sie als Studierhilfen bezeichnete, lachte der Junge und sagte, der Körper brauche kein Penicillin zum Studieren, außer man studiert Muschis. Hast du von so etwas je gehört? Ich will Papa nicht fragen, weil ich nicht weiß, was er tun würde. Doch ich will ihn nicht versehentlich vergiften. Bitte komm vorbei, sprich mit mir, John. Okay, alles klar. Hier geht's runter. Nein, wir wollten... Hier müssen wir lang, ne? Ja, hier sind wir richtig. That's gotta be it. If I can find my way back to the elevator. Ist ja auch voll leise so Teil, ne? Ja, wollte ich doch. Wow. Ich wollte gerade sagen, ey, das hört man doch. Aber ich wurde nur einem angestochen, ne? Ist sie weg? Was sind das eigentlich für Menschen? Sind das Menschen oder sind das irgendwie, keine Ahnung, Geister oder? Ich weiß das nicht. Die sehen alle so komisch aus hier in dem Spiel. Alter, verpiss dich. Geh weg. Geh weg. Ich will da vorbei. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach vorbei und das gut ist. Ne? Falsche Tür. Ja. Hier runter müssen wir. Jetzt müssen wir zum Fahrstuhl zurück. Da ist jemand, da rennt jemand. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir hier irgendjemanden treffen. Ich hoffe, wir können den gleichen Weg zurücknehmen, den wir hingenommen haben. War das hier durch? Nee, noch nicht. Wir müssen noch ein Stückchen weiter. Ist hier irgendwo jemand? Also diese Musik ist ja auch geil, ne, dazu, ne? Die klingt fast so, ich dachte, ich würde verfolgt werden oder so, wegen der Musik, aber... Nein. Bis jetzt hat mich noch kein... Boah! Da ist die alte Hexe wieder. Boah, jetzt ist es weg. Schnell weg hier. Uah! Alter, wo hat die mich jetzt gefunden? Oh.
Nein, geh weg von mir. Scheiße, habe ich mich erschrocken, ey. Wo kamen die denn jetzt her? Die war doch, die ist weggelaufen, oder? Okay, das Ganze noch einmal. Die tut uns. Beim ersten Mal hat die mich nicht gesehen. Und wir heilen uns mal. So. So, wir müssen jetzt aufpassen, dass die alte Hexe uns nicht wieder hier sieht, irgendwie. Boah. Wo kommt die denn jetzt her? Hallo? Alter. Das ist schon ein bisschen schwierig jetzt hier, ne? Muss man mal sagen. Wie hat die mich gesehen eben? Der ist da weg. Ey, geh weg! Alter! Wie? Bitte wie? Die kann mich doch gar nicht sehen. Die, ich sehe die nicht mehr, da kommt die schon angerannt, ey. Scheiße, Alter. Das ist schon ein bisschen schwieriger, die Stelle hier, ne? Ja, aber werden wir schon hinkriegen. Boy, geht erst 12 Minuten. Geht ja noch. So. Oh, der rennt da nach links. Wir werden mal gucken. Können wir irgendwie vielleicht das Haus durch oder so? Hier? Ja. Können wir hier ins Haus rein, eventuell? Dass wir nicht da bei der Hexe vorbei müssen. Nein. Und sie hat mich schon wieder gefunden. Wow. Wow. Ich glaube, die muss einen entdecken. Ich glaube, das ist so gewollt im Spiel. Du musst halt rennen und dann musst du in den Fahrstuhl, ne? Also, ich glaube, das sollte so sein. Aber einmal habe ich wirklich mich mega erschrocken. Beim ersten Mal, wo die Alte mich da. Ja, Alter, nee. Ja, ist schon cool, das Spiel. Tun wir mal. Nur Licht brauchen wir hier eigentlich nicht. Oh, wir nehmen wieder auf. Wo das war das? Hallo? Ah, hier. Okay. Temple Gate. Okay. Mal gucken wir uns mal die Aufnahme an. Temple Gate, founded by Solomon Knoth. Modern Ezekiel. Their knives sharp for the enemy. Okay. Ja, ich weiß aber nicht, was ich immer damit so anfangen soll, ne, mit diesen Aufnahmen. Also, die sagen mir jetzt auch nicht viel, ne?
So, hier haben wir erstmal eine Menge zu erkunden. Ja. Ist hier, links hier ist nichts. Was sind wir gekommen? Okay. Ja. Dann haben wir hier ein Haus, ne? Kommen wir irgendwie durch? Hier nicht. Dann gehen wir hier rein. Oder auch nicht. Okay, hier liegen irgendwas Totes. Ein Schädel. Und noch ein Tier ist, glaube ich. Wow. Okay. Alter, habe ich mich schon das zweite Mal erschreckt in dieser Folge. Das gibt es nicht. Wo sind wir jetzt hier? Es sieht aus wie so ein Luftschacht. Also Lüftungsschacht, so. Würde ich mal sagen. Alles klar. Was passiert hier? Ey, das ist das erste Mal hell in diesem Spiel. Das allererste Mal. Aber ist das nicht die Schule, wo wir schon mal waren? Ja. Da war es aber dunkel. Jetzt sind wir hier und jetzt ist es hell. Okay. Hier lang oder? Hier ist es nicht mehr dunkel. Nicht mehr hell, meine ich. Und da? Geht's nicht lang. Das heißt, okay, es ist nur dieser eine Raum hier beleuchtet. Okay, da geht's auch nicht durch. Ich höre da schon wieder Geräusche, ne? Batterie nachladen, so. Hier geht's auch nicht. Bisschen hier weiter. Boah, das ist genau. Da geht der Spind von alleine auf. Alles klar. Aber hier ist was drin. Das war Jessicas. Ja. Eine Batterie ist immer gut. Hier geht's auch nicht durch. Wer lacht denn da die ganze Zeit? Wo soll ich hin? Hier geht's nicht durch. Da ging's nicht durch. Habe ich irgendwas übersehen? Hier geht's nicht durch? Ja, auch nicht. Hier aus bin ich gekommen. Hier geht's auch nicht durch. Wow. Hä? Das muss ich jetzt mal verstehen. Wie geht's weiter? Kann ich hier mal irgendwie durch? Ist hier irgendwas zum Interagieren? Nee.
Was war das? Jessica. War die Tür eben auch schon auf? Nee. Okay, die Kamera flimmert so ein bisschen. Ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Wow. Ein Fernseher. Oh Gott. Tschüss. Da ist doch jemand da hinten, ne? Es sieht so aus. Gucken wir uns die Aufnahme an. Gute Aufnahme. Hammer. Richtig geil. Ah, aufgehangen ist da jemand. Boah, nicht der Arsch. Der Mist da schon wieder. Das ist doch immer noch da. Wenn ich jetzt da durchgehe, dann wird mich dieses Vieh doch da wieder greifen, oder? Diese 1000 Hände. Ne? Noch nicht, aber hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich weiter. Oh Gott, ey. Ja. Alter. Der sucht mich da noch. Wie weiter gehen hier? Nein. Woe to the bloody city. Ja, wo soll ich denn hier hin, verdammte Scheiße? Oh. Ja. Wo soll ich denn da hin? Bin die ganze Zeit rumgerannt, ich wusste. Ja. Ist ja nichts weiter als die Tür. Es ist verschlossen. Ja, sag mal, wie ist der, wie kommt der denn jetzt hier runter?
Ey, warum konnte ich das nicht zumachen? Gar nicht so einfach, ne? Na. Ich sehe nichts. Warum ist die Lampe aus? Da liegt jemand. Boah, das war echt spannend denn jetzt in der letzten Zeit hier, ey. Boah, das Game. Aber jetzt haben wir ein kleines bisschen Ruhe wieder. I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have. Okay. Erstmal werden wir uns heilen. Wer ist das? Die lebt doch noch, oder? Ja. Kann ich irgendwas machen? Ja. Fuck is this? Da geht's nicht lang. Aber hier. Ah shit. Liegt auch nichts weiter rum, was wir aussammeln können. Könnte mal wieder auch eine Batterie gebrauchen. Wäre mal ganz gut. Oh nee! Wow, was hast du denn jetzt her? Thank you.
Hey, nur weil ich die ganze Zeit da nachladen stand, ja, konnte ich nicht richtig interagieren. Das war echt scheiße. Na, geh doch schon da durch, Mensch. Alter, die Mistgabel. Junge. Wenn er mich damit getroffen hätte. Das ist irgendwie nicht korrekt. Aber, Leute, ich sehe, die Folge geht schon wieder eine halbe Stunde. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Alles klar. Hier nochmal speichern und beenden. Jo, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.